Willkommen zurück zu Monster Hunter Stories. Wir spielen weiter, wir sind mitten im Bindungsritus. Das sollen wir als nächstes ausführen. Und was ist das überhaupt? Ein Bindungsritual, damit wir irgendwie Monster züchten, zähmen, reiten können. Dafür müssen wir aber irgendeinen Bindungsstein säubern, reinigen. Können wir in irgendwelchen Pondri-Quellen machen oder Hügeln, Katakomben, Bergen, was auch immer. Und da gehen wir als nächstes hin. Das ist meine kleine, bescheidene Behausung. Und... ja, schaut mal bitte auf das Bett. Also erstmal, ich sehe ein Velocidrom-Kopfkissen. Nice, fett. Das will ich auch haben. Das sieht extrem geil aus. Und vor allem, wie groß auch das Bett ist. Da kann er sich ja locker reinpflanzen mit ein paar Phyllinen. Und wer sich fragt, Mensch, wo ist denn überhaupt dein Phyllin? Wo ist ein Navi? Na, hier hinten. Ich habe ihn versteckt, weil der hat eine coole Ausrüstung. Muss ich euch zeigen. Also das feiere ich auch extrem ab. Dass man hier bereits am Anfang einen Zornklingen-Ausrüstungsgegenstand gefunden hat. Oder den haben wir nicht gefunden. Den haben wir einfach so hinten reingeblasen bekommen als Geschenk. Weil wir das Spiel spielen. Ich meine, wie hammer ist das denn? Das sieht extrem geil aus. Das sieht so geil aus. Sieht aus wie ein Samurai. Fehlt noch irgendwie so ein Samurai-Schwert in der Hand. Da hat er wahrscheinlich ein bisschen mehr drauf als wir. Aber das ist geil, oder? Der braucht nur noch für mich eine passende Ausrüstung und dann bin ich doch glücklich. Und ich war auch generell von der letzten Folge sehr, sehr angetan. Also jetzt nicht, weil ich so ein extrem klasse, super Let's Player bin. Nein, weil einfach dieses Spiel mich bereits in der ersten Stunde so gut unterhalten hat, dass ich kaum erwarten kann, hier weiter zu zocken. Heute ist ein bisschen ärgerlich, meine Stimme ist ein bisschen weg. Also ich hoffe, dass ich nicht ganz so viele Stimmen nachmachen muss. Und ich habe bereits erstmal das Dorf erkundet. Wobei erkunden, so viel zu entdecken gab es jetzt hier auch nicht. Es ist halt wie in Monster Hunter Teilen üblich, dass man ein sehr überschaubares Dörfchen hat. Man hat hier so ein paar Leute, die ein bisschen mit dir quatschen. Und ich habe mich auch generell gefragt, wo ist denn überhaupt Cheval? Wo ist Lilia? Könnt ihr euch noch an die letzte Story erinnern? Wo Lilia gesagt hat, ja, Cheval, ich weiß gar nicht, wie es ihm geht. Ja, wir haben uns ein Jahr gar nicht so richtig gesprochen. Und da frage ich mich, wie geht denn das? Das ist voll das kleine Dorf, hier kennt doch jeder jeden. Wie ist es denn möglich, dass man erst rumhängt zusammen als Freunde und dann es ein ganzes Jahr nicht schafft, miteinander zu kommunizieren. Also das glaube ich nicht. Wie sollen das gehen? Es sei denn, Cheval hat sich irgendwie abgewandt oder für sich halt trainieren wollen, dass er stärker wird, dass er es mit dem Nakaguga aufnehmen kann alleine. Das ist durchaus möglich, aber da fehlt mir die Geschichte. Dann haben wir hier einen Schmied. Wir haben hier noch irgendeinen Gegenstandsladen. Können wir Sachen kaufen? Da hinten ist noch nichts freigeschaltet. Keine Ahnung, was man da machen kann. Aber die sagen alle, komm wieder später, du musst erst das Ritual absolvieren. Machen wir auch. Dann haben wir hier eine Einstellmöglichkeit bei dem Felin, dass wir das Tweet Pass aktivieren können oder deaktivieren. Und hier, sehr interessant, das ist ein Typ, der kann uns irgendwelche Bonusinhalte geben. Also über Download-Codes, über QR-Codes oder über Amiibos. Ich sofort online nachgeguckt. Es gibt tatsächlich für Monster Hunter Stories richtig coole Amiibos. Aber so wie es aussieht, noch nicht in Europa. Ich wollte fast sagen Deutschland, aber alles außerhalb von Japan soll es wohl diese Amiibos noch nicht geben. Was aber nicht schlimm ist, denn andere Amiibos sollen wohl auch irgendwas freischalten. Habe ich aber nicht getestet, denn mein Problem ist weiterhin, ich spiele mit dem Aufnahme-DS und es ist leider kein XL. Das heißt, ich kann den Amiibo nicht einfach draufsetzen. Müsste ich mir extra was kaufen. Habe ich aber erstmal nicht so die Lust. Ja, da steht denn... und da hinten ist noch was anderes. Was ist das? Was ist das hier? Was ist denn das für ein Monster? Gab's den schon mal? Ich kann mich gar nicht erinnern, gegen den mal angetreten zu haben. Ja, okay. Das sieht aus wie so ein Rummelkuscheltier, was man gewinnen kann. Was keiner haben will, wo du so einen Ball schmeißt, da kriegst du ein paar Punkte und dann kriegst du als Trostpreis hier genau so ein Ding. Ah, na egal, okay. Wir quatschen trotzdem erstmal Dan an, denn wir wollen ja wissen, wie hier das Kampfgeschehen sich
spielen wird oder sich uns präsentieren wird. Übrigens, bevor wir den hier anquatschen, die Leute in dem Dorf haben gesagt, man soll die Monster beobachten. Jedes Monster hat ein bestimmtes Angriffsmuster. Und das geben die uns doch nicht einfach so mit auf den Weg. Okay, aber jetzt geht's los. Los denn, sag mal. Ja, nimm das hier, bevor du losziehst. Es ist mein Reiter-Notizbuch. Nun kannst du die Sachen, die du gelernt hast, nochmal nachlesen. Sieh es dir an, indem du X drückst und dann Reiter-Notizbuch im Menü wählst. Boah, sind bestimmt voll die Nacktfotos von ihm drin. Versteckt. Drücke X in oder außerhalb der Stadt, um das Campmenü zu öffnen. Im Laufe der Zeit wirst du weitere Funktionen entsperren können. Ich mag es, Sachen zu entsperren. Es gibt einen Haufen Dinge, die du als Reiter wissen musst. Aber hey, kein Grund, die Nerven zu verlieren. Das, was zählt, ist Liebe und Amore. Ist Amore nicht Liebe? Sind sich dann doppelt gemoppelt, Liebe und Liebe? Um der Liebe, Amore willen. Sie bedeuten das Gleiche. Sehr gut. Mach dir keine Sorgen um die kleinen Details. Meister Fluffig, los geht's. Eine super Zukunft wartet auf dich. Du musst lediglich die Prüfung noch bestehen. Auf einmal so oft wieder super sagt, könnte sein hier wie Frankie. Frankie von One Piece. Super. Kennt ihr den noch? Das ist ja immer so sein Leitspruch gewesen oder sein Leitwort. Bist du bereit, Kompanien? Dann los, lass rausgehen. Pondrohügel, wir kommen. Oh, uns wurde hinterhergepfiffen. Wer mag's gewesen sein? Ein heimlicher Verehrer? Oh, hier, da ist er. Velocidrom. Und der darf auf den reiten. Wieso darf unser Kater nicht darauf reiten? Was soll denn das? Los, schmeiß ihn runter. Weil so sieht's ja aus, als ob wir irgendwie das kleine, blöde Fußvolk von dem sind. Boah, was haben wir bitte für ein geiles Schwert? Da sieht er geil aus. Wir haben direkt mal von Anfang an so ein übelstes Power-Schwert. Also sieht zumindest mächtig aus. Wahrscheinlich kann es aber erstmal nicht viel. Okay, also die Brücke hier sieht auch alles andere als sicher aus. Na, das kommt einem doch bekannt vor. Hier direkt mal die erste Sehenswürdigkeit. Ist das denn? Wie? Wir hatten das geschafft, uns zu überholen. Wie soll das funktionieren? Schau mal, da drüben ist ein hilfloser Abtonot. Los, geh hin und schlag ihm den Kopf ab. Ja, los, geh los, Kompanie. Los, frag einfach, wenn du Hilfe brauchst. Naja, ich meine, ich weiß gar nicht, ob ich Hilfe brauche. Du kleiner, süßer Abtonot, wie geht's dir? Ich wollte dich nochmal kurz streicheln, und zwar mit meinem Schwert. Oh, ernsthaft? War das jetzt gerade irgendwie ein extrem langer Ladebalken für diesen Kampf hier? Was? Voller Kraft? Wer ist voller Kraft? Ich hab's nicht gelesen, Mist. Es sind harmlos grasende Abtonot. Perfekt. Für einen Meuchelmord. Wieder zuerst Kampf. Alles klar, mach mal. Wähl dann den Abtonot aus. Der hast du schon ausgewählt. Ja, drück mal A. So, nu? Nochmal A drücken, oder was? Es gibt drei Angriffsarten, hörst du? Kraft, Geschwindigkeit und Technik. Bei Technikfragen, Technikfragen. Versuchen wir einen Kraftangriff. Muss ich? Okay, alles klar, ich muss. Ach, hier. Kraft ist gut gegenüber Geschwindigkeit, wa? Oder? Konfrontation. Eine Konfrontation. Super! Bei einer Konfrontation greift ihr euch gegenseitig an. Oh, wer hat zuerst ausweicht? Da haben wir doch keine Chance. Wenn so ein Vieh auf einen zurast, was willst du da machen? Da reicht so ein Schwert nicht. Wenn du die richtige Angriffsart wählst, fügst du deinem Gegner mehr Schaden zu. Aha. Der hat automatisch angegriffen. Nice.
Was passiert, wenn du es schaffst, die Angriffe eines Monsters zu erkennen? Fragst du dich bestimmt. Dann wird dir das große Vorteil im Kampf bringen. Dann kann ich noch was anderes machen. Dann ich bin gerade dazu gezwungen, hier nochmal den Kampf anzuklicken. Mach ich auch mal. Es könnte auch zu einer Konfrontation kommen. Dann schau genau hin, wenn du dein Ziel auswählst. Sieh dir die Kampflinien an. Mach ich. Ja, nu. Ich sehe meine Kampflinien und nu. Ich meine, was war das denn Tipp? Was ist das denn für ein Tipp? Es kann zur Konfrontation kommen. Sieh dir die Kampflinien an. Und nu? Der Abtonot neigt dazu, Kraftangriffe zu benutzen, deswegen ist es rot. Ahnst du, welche Angriffsart du für einen Sieg wählen musst, Kind? Ja, natürlich. Das war schon die Wechselbeziehung. Kraft gut gegen Technik. Wir brauchen Geschwindigkeit. Oh, Bindungsplus. Wir haben die Mission erfüllt. Und wieso hat der jetzt nicht angegriffen? Weil Geschwindigkeit dazu neigt, dass wir zuerst angreifen können, oder wie? Ich meine, was klar ist, ist die Wechselbeziehungen. Das war jetzt ja nicht das Riesenproblem. Ja, man konnte ahnen, okay, das Ding ist rot. Also ist es ein Kraftangriff, also machst du genau das, was stark gegen ist. Aber wieso hat der uns jetzt gar nicht angreifen können? Ist es denn immer so, dass wenn eine Attacke, wenn die im Vorteil ist, dir Schaden zufügt und derjenige, der halt eine Attacke benutzt, die dir keinen Vorteil bringt, leer ausgeht aus einem Kampf? Naja, das wäre zu einfach. Dann wolltest du ja immer nur den Vorteilsangriffsbutton drücken. Rang A. Es gibt sogar Ränge. Es gibt sogar echt Ränge? Okay. Wieso denn das? Das heißt, je schneller ich einen Kampf überstehe, desto größer ist meine Beute oder Erfahrungspunkte? Ein Abtonot-Schwanz, rohes Fleisch, rohes Fleisch, rohes Fleisch, rohes Fleisch und dann nochmal ein Abtonot-Schwanz. Wieso haben wir denn zwei Schwänze von dem bekommen? Ja, wir haben zwei Schwänze von dem. Einmal seinen richtigen Schwanz und einmal seinen kleinen Pillemann. Oder den großen Pillemann. Und es lädt. Und das Ei wackelt von unten nach oben, von links nach rechts. Ja, Pfoh, tat ich Angriffe deiner Gegner zu laden. Ist der Schlüssel zum Sieg, sicher, sicher, sicher. Wow, Kind. Warte, hast du bemerkt, dass dein TP recht niedrig ist? Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, um dir ein Kraut von deinem Objekt im Campmenü zu schnappen. Objekte. Wähle Objekte im Campmenü, um deine Objekte zu sehen. Mit Objekten kannst du TP wiederherstellen oder anormale Status außerhalb des Kampfes wiederherstellen. Ja, soweit so gut. Benutze ein Kraut, um deine TP wiederherzustellen und dann ab auf den Hügel los. Na, aber ist denn unsere, was, Trophäe? Wo sind denn überhaupt hier unsere Trophäen? Würde ich gerne mal einsehen. Wo kann ich unsere Trophäen einsehen? Was muss ich drücken? X ist das Menü. Ich habe hier Story-Quest, ich habe Objekte, ich habe Ausrüstung, Status, Kampfbeutel. Wider-Karte, Wider-Notizbuch, Spiel beenden, Option. Vielleicht im Wider-Notizbuch. Wobei, macht man sich Notizen, wenn es um Trophäen geht? Wahrscheinlich nicht. Nee, sieht auch jetzt nicht so aus. Es sieht nicht so aus. Das sind die Rider-Karte. Die eigene Rider-Karte ansehen. Ah, wie üblich. Hier muss es irgendwo auch so eine Trophäenlisten geben. Hier, Story, da sind doch die Trophäen, oder? 2 von 100. Zum Erlegen eines Pflanzenfressers. Eine Akte über die sanfte Gattung. Da. Zeichen des ersten Aufschreis. Zum Ausbrüten deines ersten Eis. Ein Siegel für die Mutter in uns allen. Und da oben, warte mal. Die Eier können wir uns nochmal angucken. Da waren da so Eiersymbole. Was haben die zu bedeuten gehabt? Story 0 von 22. Kampf 1 von 27. Monstis 1 von 19.
Sammlung 0 von 15 und Leben 0 von 17. Heißt das, wir können im normalen Storyverlauf auf 22 unterschiedliche... Ach nee, das sind die Trophäen. Es gibt 22 Story-Trophäen. Kampftrophäen gibt es auch, 27. Ich dachte jetzt, okay, das sind Eier, das wird dann wohl irgendwie so eine Trophäenliste sein für irgendwelche Monster, die man bekommen kann. Nee, dann ist das irgendwie anders gemeint. Da ist die gesamte Spielzeit 1 Stunde 15 Minuten 0%. Kämpfe mit Freunde und Kämpfe wird sogar separiert unter Freunde und Nicht-Freunde. Oft verwendete Monsties und eine kleine Hitlist. Vor allem 0%. Ach, gewonnen und verloren, das ist so eine kleine Statistik später. Ja, okay, muss ja auch mal sein. Das muss ja auch mal sein. Dann sehen wir hier die Karte. Wir haben verschiedene Bereiche. Wir haben grün, dann etwas grüner, dann wird es ein bisschen gelb und rot. Und links haben wir ein blaues Gebiet. Könnte Wasser sein. Vielleicht ist es aber auch nur ein Zeichen, was uns sagen soll, dass das vielleicht die Schwierigkeit ist von dem jeweiligen Ort. Und oben 0 von 12, was heißt denn das? Ich weiß, dass man hier in der reinen Welt, auf der Weltkarte, irgendwelche, ja nicht Monster-Eier, aber so eine Fragmente. Es hieß ja letzte Folge, man kann hier Fragmente finden, die überall hier verstreut sind. Und man kann sie durch Kämpfe bekommen, aber nur diese Online-Kämpfe. Das heißt, willst du sehr viele Eier haben und viele Monsties, dann solltest du Online-Kämpfe bestreiten. Aber ich denke, dafür ist es noch ein bisschen zu früh. Gehe ich mal von aus. Okay, dann folgen wir mal einfach dem Marker. Ja, wir können erstmal nur geradeaus und alles, was wir hier finden, so was links und rechts nebenbei noch rumliegt, nehmen wir natürlich mit. Ah, wobei, das könnte ich auch dann wieder auslassen. Ein Abtonot. Das könnte ich auch dann wieder offscreen machen. Jetzt verfolgen wir den Wittelzipri, ne? Einatmen, ausatmen, wir packen das! Aber man bekommt schon mit, dass es bei diesen... Es sind ja bisher keine Zufallskämpfe. Aber wenn du in einen Kampf reingehst, dann ist es schon so, dass dieser Ladebildschirm recht lange braucht, um dann auf den Kampfbildschirm zu wechseln. Kann das sein? Hier an der Stelle mal einen kleinen Schnitt, denn die Stimme, die war komplett weg gewesen. Musste mich mal ganz kurz aushusten. Und jetzt geht's hier auch schon weiter. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass einfach wieder der gestrige Tag, naja, ein wenig zu viel Halligalli, sagen wir's mal so. Ja, dann, wir sollen hier auf Kampf drücken. Machen wir auch. Und wir sollen den Gegner anwählen. Und wir wählen natürlich wieder den Velocipre. Auch er hat eine rote Linie, die zu uns führt. Aber er hat anscheinend doch mehr Schnelligkeit. Er nutzt Geschwindigkeit. Woran sehe ich denn das? Hat er nicht vorhin gesagt, wir sollen auf die Linie achten? Daran erkenne ich doch jetzt nicht, ob der vom Typ Geschwindigkeit, Kraft oder Technik ist. Seltsam. Woran kann man das vorher erkennen? Kann man das überhaupt vorher erkennen? Oder muss man das hier so ein bisschen... vielleicht rauslesen aus dem Gegner. Ach, das ist ja nice, okay. Das heißt, wenn der Gegner angreift, dann sehen wir, was der für Attacke macht. Beobachte deinen Velocipre und überlege dir den passenden Angriff. Wir können sogar tauschen. Macht doch wirklich Sinn, weil wir haben nichts zum Tauschen. Naja, ich sag mal. Macht er jetzt immer eine Geschwindigkeitsattacke oder hat er ein verschiedenes Angriffsmuster, ein Repertoire an unterschiedlichen Attacken, wo wir halt... ja, keine Ahnung, aufpassen müssen, dass wir nicht hier immer die gleiche Attacke machen. Also er hat bisher ein und denselben Angriffstyp benutzt. So weit, so gut. Quest erledigt, Quest fertig. Na ja, schön, freue ich mich.
Und wieso ist unser Velocidrom in einer Stufe nach oben gestiegen und wir krepeln noch nicht mal bei der Hälfte unserer eigenen Erfahrungspunkteanzeige rum? Wyvern-Skelett. Und auch hier Rang A. Kleine Monsterknochen, aber die Ausbeute ist fett. Also wenn ich überlege, bei den normalen Monster Hunter Stories, da musstest du ja erstmal extrem lange brauchen, um überhaupt irgendein Monster zu besiegen. Und dann konntest du die ausbeuten und ausnehmen, da hast du vielleicht dann so drei Sachen gekriegt. Das war's. Und hier ein kurzer Kampf und schon wirst du bombardiert mit irgendwelchen krassen Items. Also das sind bestimmt krasse Items gewesen. Das Geschäftskumpelin, nicht halt! Pondrikotte! Ja, von wegen. Wir werden bestimmt nochmal kurz vorher unterbrochen. Oder? Na, ah, Keldys. Ich sehe Keldys. Keldihörner. Von hier an müsst ihr ohne mich weitergehen und euch den weiteren Herausforderungen allein stellen. Geht einfach zum Raum der Prüfungen und reinigt euren Bindungsstein und eure Binde. Ja, nimm deine blutende Binde, pack sie ins Wasser und reinige sie. Einfach getan, nicht wahr? Kein Problem, kriegen wir hin. Oh, eine Sache noch. Ich bringe euch auch noch diese tolle Fähigkeit bei. Sie heißt Anfeuern. Reiter können alle möglichen nützlichen Fähigkeiten erlernen. Ich weiß, dass ihr offiziell noch keine Reiter seid. Aber vielleicht möchtet ihr versuchen, Anfeuern zu benutzen. Damit seht ihr, wie Fähigkeiten funktionieren. Na gut, seid vorsichtig da drin. Ich sehe dich dann später am Dorfkind. Das hier ist der letzte Teil des Rituals. Danach wirst du ein ausgewachsener Reiter sein. Viel Glück. Was heißt denn hier viel Glück? Ich brauche kein Glück. Ich hab Können, Junge. Ich bin richtig gut drauf. Ich bin hier, los, also musst du keine Sorgen machen, los, 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 los! Anfeuerung, Anleitung erhalten. Trophäe, Vogel wie von der Enzyklopädie, alles klar. Ach, oder kann ich mir in der Enzyklopädie mir einfach dann auch die Sachen angucken? Ich meine, heißt ja nicht umsonst Enzyklopädie. Mir wird aber auf der Reiterkarte nicht sein, das muss irgendwo anders stehen. Dann vielleicht doch hier im Reiter-Notizbuch. Grundlagen oder Kampf? Ich gehe mal auf Kampf. Sonstiges? Nee, auch nicht. Fähigkeiten auch nicht. Es muss irgendwo eine Information geben zu unseren Gegnern. Wo ist sie? Nee, das ist es auch nicht. Naja, Grundlagen ist es auch nicht. Aber wo kann man das jetzt hier einsehen? Wo kann ich das einsehen? Oder kann ich es noch gar nicht einsehen? Haben wir vielleicht dann später erst einen Zugriff auf die Enzyklopädie? Ja, dann müssen wir jetzt durch. Da müssen wir jetzt ja einfach durch. Also, wie gesagt, auf der Wider-Karte, da sieht man ja, welche Trophäe man gerade bekommen hat. Und es muss hier irgendwo eine Info dazu geben. Aber wo? Wo sollte sie sein? Oder ist das schon hier die Info? Zum Erlegen eines Vogelwüfern. Eine Akte über die Schnabelwesen. Ich kann es aber nicht anklicken. Ich meine, macht ja auch Sinn. Das ist ja auch nur eine Trophäe. Okay, verstehe ich nicht. Aber die haben doch schon gerade gesagt, dass wir nochmal irgendwie einlesen können, wenn wir einen Gegner besiegt haben. Oder nicht? Ich will doch nur Einblick in die Akte haben. Aktenzeichen XY. Na egal, okay, das mache ich dann auch nochmal später separat. Vielleicht habe ich ja irgendwas Cooles übersehen. Und den, können wir hier den auch attackieren? Oder ist er einfach nur hier ein Statist? Vor allem, ich kann durchlaufen. Das fand ich im Dorf schon blöd. Du konntest halt die ganzen coolen Monster zwar bestaunen, aber du kannst nicht mit denen interagieren. Und was war das da oben? Was ist denn das da? Was ist denn das? Es ist eine Pokémon-Heilstation. Das ist ein Pokéball. So, gehen wir hier zurück. Was nu? Oh, Dan lässt uns nicht durch. Weil das sind, wenn ich jetzt hier keinen Bock auf dieses Ritual habe und ich gar kein Reiter sein möchte. Dann werde ich einfach gezwungen. Ich muss quasi. Was ist denn das? Und der guckt auf die Pflanzen. Alter, ich habe da oben was viel Cooleres gesehen. Nicht irgendwelche Kräuter. Sammeln. Du kannst unterschiedliche Objekte sammeln, wenn du dich Pflanzennestern etc. näherst und A drückst, wenn das Symbol erscheint. Wir kriegen jetzt eine Einführung, wie man Pflanzen aberntet. Mhm.
Keine Ahnung warum. Weil das mussten wir doch schon vorher machen. Das mussten wir doch schon vorher machen. Eine Hartz-IV-Pflanze. Sehr schön. Was ist das? Ah, eine Truhe. Wurfmesser. 5-mal. Oh, kann ich im Kampf bestimmt benutzen. Und Eisenerz. Cool ist ja, ich brauche, um das Eisenerz abzuschlagen, gar nicht erst eine Spitzhacke. Das ist ja interessant. Ich kann das einfach so alles abgrasen. Ja, finde ich gut. Das erspart mir ein paar Sachen. Und hier ist doch bestimmt eine Geheimhülle drin. Hier muss es ein Geheimversteck geben. Ist doch bei Rollenspielen immer so. Schon immer gewesen. Ach, das ist der Questmarker. Das ist einfach nur der Questmarker gewesen. Ich dachte, der hier... Die Sonne stürzt auf die Erde hinunter. Es war nur der blöde... Oder was nun? Hey, Kuppelin! Hältst du deinen Kampf heute bereit? Wenn du im Kampf bist, dann kannst du nur Objekte aus dem Kampf heute benutzen. Weiter müssen immer bereit sein. Also los, geh ins Kampfmenü und schaff Ordnung gefälligst. Der Kampfbeutel. Wähle Kampfbeutel aus dem Campmenü, um bis zu 10 Objekte für den Kampf zu wählen. Verbrauchte Objekte werden aus dem Inventar wieder aufgefüllt, falls möglich. Aha. Wir haben einen Kampfbeutel. Der war jetzt aber hier nicht mit drin. Der hat ja gesagt zu Hause, im Camp. Ja, schöne Info. Hätte uns euch mal eher sagen können. Aber werden wir schon schaffen. Werden wir schon irgendwie schaffen? Hätten wir dem ausweichen können? Also was ich schon mal cool finde, wir haben keine Zufallskämpfe. So wie es aussieht, erscheinen die Gegner immer auf der Karte und du kannst überlegen, ob du die halt angehst oder nicht. Das ist ja cool. Und jetzt kann ich mit dem einzeln angreifen oder wie? Aber Schaden hat er trotzdem genommen. Das heißt, die Linie zeigt dann immer genau in die Richtung, wo der Gegner gerade attackieren möchte. Das ist aber sehr großzügig. Das heißt, er macht dann keinen spontanen Angriff auf irgendeinen von unserem Helden. Du kriegst es vorher angezeigt. Das ist insofern interessant, weil du ja einplanen kannst. Wenn du weißt, der greift dich nicht an, sondern eher deinen Partner, brauchst du dich ja nicht heilen. So kannst du vorausschauen, natürlich auch ein bisschen besser planen, was Heilung oder Aufstockung angeht. Interessant. Und wir können hier auf Weiler drücken. Was passiert denn dann? Ah, anfeuern. Der Angriff des Verbündeten wird eine Runde lang erhöht. Braucht man das? Naja, bei einem Endboss vielleicht, aber der ist ja in 2 Runden, naja, wobei nicht hier, so wie es aussieht, eher in 3 Runden eh schon weg. Das heißt, ich müsste einen Zug opfern. Und braucht dann trotzdem 3 Runden, eher besiegt ist. Also lohnt sich nicht. Das lohnt sich nicht. Vor allem auch nur einen Verbündeten. Vor allem einen Verbündeten und auch nur eine Runde. Das muss ich nachher mal testen. Vielleicht ist es ja doch ziemlich cool. Ich meine, wenn ich doppelten Schaden mache. Nee. Der bringt ja gar nichts. Der bringt doch gar nichts. Wann hilft mir denn dieser Skill? Weil wenn ich jetzt eine Runde lang den Angriff erhöhe, sagen wir mal, ich würde den Angriff verdoppeln, dann würde ich ja trotzdem einen Angriff, den ich machen könnte, schon mal opfern, dass ein anderer einen erhöhten Angriff bekommt. Warum sollte man das tun? Es sei denn, der Angriffsboost ist mehr als doppelt so hoch. Na egal, also irgendwann werden wir bestimmt mal in eine Situation kommen, wo das angebracht ist. Boah, der konnte Verteidigung senken. Der hat die Verteidigung gesenkt. Macht er das jetzt automatisch oder kann er nicht das irgendwie mit beeinflussen? Wie krass ist denn das? Das heißt, unsere Monster und Gefährten, die haben irgendwelche coolen Zusatzeffekte und die machen das nur per purem Zufall? Ach, das ist ja irgendwie geil. Irgendwie geil, aber irgendwie auch nicht so geil. Weil dann wird ja jede Runde so ein bisschen auch glücksabhängig. Hat was. Das hat was. Finde ich bisher zumindest erstmal gut. Kann ich mich mit anfreuen. Das bringt dann eine gewisse Würze noch mit rein. Und Doppelangriff. Wieso denn das?
Wieso haben wir einen Doppelangriff gemacht? Sah auf jeden Fall so geil aus. Und vor allem diese Anzeige da unten, was ist denn das? Ich stelle jetzt erst fest, dass dieser eine Balken bis zur Hälfte schon gestiegen ist und ich weiß gar nicht warum. Rang B. Rundenbonus, 180 Punkte, Fangstoßbonus. 150 Punkte. Ja, am Anfang gibt es immer ganz, ganz viele coole Sachen zu entdecken. Das mag ich immer. Das mag ich bei Rollenspielen. Trophäe, Koordinierungsschild. Ja, wurde da sehr, sehr kurz angezeigt. Und vielleicht sollte ich mich dann doch langsam mal aufheilen, wenn ich mich denn aufheilen kann. Naja, wir haben zumindest schon mal ein paar Kräuter gefunden. Und Kräuter erhöhen ja unsere Lebenspunkte. Oder füllen sie zumindest auf, genau wie Honig, oder? Kann ich schon Sachen kombinieren? Geht das? Müssen wir uns mal angucken. Hier direkt mal auf Objekte gehen. Objekte. Aha. Das sind wohl alle. Dann haben wir hier ein Kraut. Das sind Unterstützungsobjekte, alles klar. Heilen. Ja, ich muss das mal gucken, wie das hier unterschieden wird. Okay, das sind Heilobjekte. Das sind Unterstützungsobjekte. Dann haben wir hier Materialien. Und Schlüsselobjekte. Eisenspitzhacke. Ich muss das doch mitnehmen. Wir hatten einfach nur vorhin Glück, dass wir halt per purem Zufall, so wie es aussieht, schon genügend mit dabei hatten. Da steht Stern 3. Heißt das, ist es wirklich ein Stern 3 Objekt oder kann ich einfach dieses Item maximal dreimal benutzen? Wofür steht die 3? Na, wahrscheinlich schon für die Rarität. Kann ich noch mehr? Nee, das ist das Einzige. Mehr Menüpunkte habe ich hier nicht. Aber auch interessant. Haben wir wieder was dazu gelernt. Aber ich will ja nicht hier bei den Objekten rumschauen, weil ich gerade da Bock drauf habe, sondern hat ja auch keinen Sinn gehabt. Wir müssen uns aufheilen, Mensch. Unsere Lebenspunkte sind weg. Unsere Lebenspunkte müssen aufgefüllt werden. Ja, reicht. Ist okay. Und schaut mal, da wo Velocidrom steht, da ist ein roter Punkt. Ist bestimmt für uns der Hinweis, dass das ein Kraft-Pokémon, wollte ich schon fast sagen, ein Kraftmonster ist. Ja, nehmen wir mit. Wir nehmen hier alles mit. Weil wir können hier Items bestimmt später irgendwie zu irgendwas Coolem benutzen, um vielleicht dann, weiß ich nicht, Waffen zu stärken. Hier und jetzt, guck mal unten rechts auf dieses, ja, Auge, was ist das überhaupt? Oder Amulett? Immer wenn wir angreifen, steigt da irgendein Balken. Habe ich wahrscheinlich vorhin auch völlig übersehen, da gab es bestimmt eine Erklärung, ist an mir vorbeigegangen. Und wenn der voll ist, was passiert dann? Was passiert, wenn dieser Balken voll ist? Wir haben ja vorhin gesehen, die haben so einen Doppelangriff gemacht. Das lag jetzt aber nicht daran, dass da irgendwie in der Mitte des Balkens irgendwas passiert ist, oder? Ja, glaube ich nicht. So, und wisst ihr, was wir machen? Wir testen das mal. Wir testen mal anfeuern. Wir können uns sogar selber anfeuern. Sollten wir auch machen. Denn wir sind ja der Einzige, der stark gegenüber einem Geschicklichkeitsmonster ist. Angriff plus, jetzt kann es losgehen. Aha. Unser Monster kann auch entscheiden, welchen Angriff es ausführen möchte. Dann verstehe ich aber die KI nicht. Ich meine, der muss doch wissen, dass der keinen Kraftangriff machen sollte. Ja, das ist wie vorhin. Es ist dann eher so eine Art, ein bisschen Glücksspiel. Man weiß nie, was der Partner gerade für Attacken ausführen möchte. Ja, irgendwie cool. Aber auch irgendwie ein bisschen nervig. Bin gespannt. Also momentan feiere ich es noch ab. Ich hoffe, das wird dann später bei diversen Endkämpfen nicht problematisch. Weil wenn ich mir vorstelle, du hast so einen riesen dicken fetten Einwurf. 13! Es waren 13! Das hat dann gar nichts gebracht. Diese Kampferhöhung hat ja mal gar nichts gebracht. Nutzt das bloß nicht. Machen wir mal wieder Doppelangriff? Nee.
Aber unser Monster scheint stärker zu sein als wir selber, weil wenn der 20 Schadenspunkte zufügt, bei der gleichen Attacke, na das ist doch schon bezeichnend. Das ist doch mega bezeichnend. Rang C? Hallo, wieso denn das? Wir haben doch vorhin Rang B bekommen und haben auch nur 3 Runden gebraucht. Verstehe ich nicht. Wieso ist denn der Rang jetzt hier schlechter? Und da sieht man auch, die Ausbeute war auch wesentlich schlechter. Haben wir nur 3 Items bekommen. Also hat der Rang dann doch eher was damit zu tun, wie hoch die Ausbeute am Ende des Kampfes ist. Omni-Weizen. Ja, den nehme ich noch mit. Und warum? Weil wir stehen ja kurz vor einem Level ab. Sollte es da drin zu einer krassen Prüfung kommen, müssen wir vorbereitet sein. So, und diesmal sind wir ein bisschen schneller unterwegs. Ach, die guten alten rundenbasierten Kämpfe. Ich mag sie. Und vor allem... Oh, in einer Runde. In einer Runde? Wieso hat denn jetzt so viel Schaden gemacht? Was? Rang C? Rang C? Was zum Teufel kann ich denn hier besser machen, um da einen höheren Rang zu bekommen? Hallo, der war in einer Runde weg. Wir haben den in einer Runde gekillt. Und wir kriegen Rang C, noch nicht mal Rang B. Das heißt, wir sind irgendwie zweimal schlecht gewesen. Verstehe ich nicht. Okay, also hier schon mal die erste Frage. Wie schafft man es, den Rang nach oben zu kriegen? Also die Vermutung lag jetzt nahe, dass der Rang entsteht, je schneller man vielleicht einen Kampf auch gewinnt. Ich meine, wir haben 2 Attacken gemacht. 2 Attacken und der war weg. Und da gab es nur einen Rang C. Seltsam. Naja, wir könnten jetzt da hinten nochmal langlaufen. Oder ist das ein Fehler? Ich kann da komplett nicht los. Wie geht der Berg runter los? Oh, habt ihr das Gesicht gesehen? Guck mal. Völlig die Panik. Völlig die Panik im Gesicht. Unsere Katze hat Angst. Ja, na dann gehen wir eben rein hier. Dann gehen wir in die Pondri-Grotte. Und mal gucken, welche Ereignisse sich hier in der Grotte breit machen für uns. Die Pondri-Grotte. Ist das ein Schwein? Ich schau mal, ein Pucki, wie kommt der kleine Ferkel hier rein? Lecker Hunger, lass uns braten. Verirrte Pukis. Es gibt viele Pukis, die sich überall verstecken. Finde sie, sprich mit ihnen und sammle sie ein. Und zwar in genau der Reihenfolge. Beim Pukki nahe den Stallungen siehst du deine Sammlung. Oh, ich liebe Sammelsachen. Es geht doch nichts über ein Rollenspiel, wo viele, viele coole Sachen versteckt sind und man muss die einfach nur alle einsammeln. Oh, wie süß. Habt ihr die Augen gesehen? Wir klatschen 2-mal in die Hände und das freut sich. Das hat eine Windel an. Hat auch eine Binde. Du hast ein verirrtes Pukki gerettet. Und es hat irgendein sehr, sehr leuchtendes Item hinterlassen. Kraut, 5-mal erhalten. Ja, jetzt bin ich wieder hier bei der Einfahrer hier. Ich kann auf die Karte draufklicken. Und dann wird sie mir größer dargestellt. Und selbstverständlich gehen wir erstmal genau die Ecken und Kanten lang, wo man denkt, es führt in eine Sackgasse. Oh, ich hoffe, die greifen uns das nicht beide einzeln an. Können die auch beide gleichzeitig angreifen? Chance auf mehr Belohnung. Konchu, gelb. Ja, keine Ahnung. Was heißt ein Konchu gelb? Dass er angepisst ist? Ich habe keine Ahnung. Warum ist das gelb? Was soll gelb mir sagen? Hier, komm, wir machen mal eine Kraftattacke. Oh, der macht Technik. Was ein Käse. Nein, Monsti. Hat der echt eine Technikattacke gemacht? Aber wieso haben wir wieder nur 5 Schadenspunkte ihm zugefügt? Schild gegen Feuer.
Gelb heißt also, der ist feuerresistent? Schild gegen Feuer ist gelb. Mhm. Verstehe ich nicht. Wieso ist denn das jetzt ein Rang S gewesen? Ich meine, klar, es stand der Feuer da, wir haben jetzt eine erhöhte Chance auf eine größere Belohnung. Aber Rang S? Okay, also, da muss ich noch ein bisschen mich reinfinden. Navi-Ru-Bonus, 500 Punkte. Was hat Navi-Ru jetzt gemacht, dass wir da einen Bonus bekommen? Ach, das ist das Ding. Wir haben vor dem Kampf angezeigt bekommen, hier erhöhte Chance. Und diese erhöhte Chance kommt nur daher, weil Navi-Ru einfach per purem Zufall gesagt hat, hier, du hast eine erhöhte Chance. Okay. Und je mehr Punkte ich da bekomme, desto größer wird der Rang sein. Und nun, ich wollte sagen, wieso kann ich den nicht hier attackieren? Ist der auch gelb? Der ist auch gelb. Ja, schon faszinierend, oder? Ich meine, dass unser Velociraptor da extrem krass reinhaut und wir machen mit unserer Vorteilsattacke nur 5 Schadenspunkte. Na, für den Doppelattacken Skill müsste es ja wieder ein paar Bonuspunkte geben. Ja, tatsächlich. Rundenbonus und Fangstoßbonus. Und da erkennt man es auch schon. Ich weiß nicht, wie viele Punkte man hier holen kann. Es sieht so aus, als ob dieser Balken da unten 1000 Punkte erfassen kann. Und je höher dieser Balken halt ist, desto größer ist der Rang. So weit, so gut. Wenn ich es also schaffe, einen Gegner in einer sehr, sehr kurzen Zeit zu besiegen, dann kriege ich einen Rundenbonus. 190. Wahrscheinlich wäre der in der nächsten Runde bei 180 vielleicht, keine Ahnung. Und vielleicht sollte man es sogar so machen, absichtlich, dass man das nicht gleich in der ersten Runde schafft. Vielleicht haben wir noch irgendwie später die Möglichkeit, mit irgendwelchen Skills an mehr Bonuspunkte zu bekommen. Weil wenn anhand des Rangs entschieden wird, wie viele Items du bekommst, sollten wir vielleicht nicht ganz immer den Kampf so schnell wie möglich schaffen. Dann ist die Ausbeute nicht so hoch. Aber wer weiß, vielleicht brauchen wir auch gar nicht so eine hohe Ausbeute. Kann auch sein. Panzerhaut. Was macht denn eigentlich Panzerhaut? Ich meine, klar, es schützt uns. Es ist dann so ein Kampf-Item. Diamantsamen. Samen erhöht Verteidigung für ein Gruppenmitglied für eine Runde. Hier, Panzerhaut. Medizin erhöht Verteidigung für ein Gruppenmitglied für 3 Runden. Mhm. Wurfmesser. Messer fliegt genau und sicher ins Ziel. Fügt 15 Punkte Schaden zu. Egal, was er für Verteidigungspunkte hat. Muss ich testen. Muss ich direkt mal testen. Fleisch von einem gefallenen Monster fürs Kochen und Kombinieren benutzbar. Aber ich glaube, ich kann noch gar nicht kombinieren. Machen wir alles später. Okay, ich denke, wir haben jetzt hier in der Grotte schon sehr viel Zeit verschwendet. Ich werde mal die nächsten Kämpfe nicht machen, es sei denn, da kommt auf uns zu. Nein. Ja, finde ich gut. Da kannst du dir immer schön entscheiden, okay, möchtest du gerade kämpfen oder willst du einfach nur die Story weiterverfolgen? Wir sind noch nicht ganz am Ende. Wir kommen in ein anderes Gebiet, oder? Raum der Prüfung. Anscheinend sind wir doch schon da. So, was haben wir hier nochmal? Ein Item. Lebenspuder. Gucken wir uns auch direkt mal an. Vielleicht erhöht ja Lebenspuder unsere generelle KP-Punkte-Leiste. Ne, stellt nur mehr TP-Punkte her. Und da ist sie, die Quelle. Die reine Quelle. Einmal kurz den Stein reinhalten und dann wieder abhauen. Yeah.
wie der Kater auf den Stein gloss. Naja, schön. Die haben schon mal eine Siegespose. Finde ich gut. Das war schon. Damit ist der Stein jetzt rein. Hey, wo denn bin der Steinfunke zu rein? Und glaubst du, dass das Ritual seine verborgenen Kräfte geweckt hat? Bindungssteinstufe und Seltenheit. Mit einer höheren Bindungssteinstufe kannst du seltenere Monstis in deiner Gruppe aufnehmen. Deine Bindungssteinstufe... Das Wort ist auch so geil. Bindungssteinstufe... erhöht sich im Verlauf des Spiels. Du kannst nun Seltenheit... Alles klar. Das war eine sehr, sehr kurze Texteinspielung. Oh, was nun? Werden wir abgeholt? Werden wir von der Neffe abgeholt, weil wir es geschafft haben? Oder was passiert jetzt? Werden wir unterbrochen? Passiert jetzt irgendwie was total krasses? Irgendwelche starken Monster? Ein Endboss? Oh, es blitzt. Es ist Blitz. Meine Schnurrhaare kribbeln. Ich fühle mich ein bisschen merkwürdig. Komische Präsenz hier drin. Oh, wer ist das? Es ist ein Nakaguga, aber wieso? Hä? Der kann doch gar keine Blitzattacken machen. Hier ist noch jemand. Irgendjemand ist hier noch. Da darf es sicher los, wenn wir dieses Monster nicht vertreiben, Kumpelin. Oh, wir müssen tatsächlich gegen den antreten. Wie geil ist das denn bitte? Ja, Schwert raus, Clown raus und rein in den Gegner. Falls er überhaupt attackierbar ist. Ich meine, wir müssen den attackieren. Das ist ein Nakagura. Harter Kerl, harter Kerl. Zeit für fantastisches Teamwork. Ja, Zeit wird's. Oh, was denn hier? Der Button war vorher noch nicht da. Was kann ich jetzt hier machen? Jetzt kann ich die Skills anwenden. Das ist ja cool. Einschüchterung. Große Chance, den Angriff des Gegners für 3 Runden zu schwächen. Was heißt denn große Chance? Besteht etwa auch eine Chance, dass ich das hier nicht schaffe? Vor allem eine 8. Wofür steht da die 8? Ach, unten ist Bindung. Da ist ein Bindungswert. Da steht 7 von 100. Kann ich etwa diesen Skill gar nicht benutzen? Ja, zu wenig Bindungsladung. Ach, das ist die Bindungsladung gewesen. Das ist der Balken, der da unten gestiegen ist. Deswegen. Ja, wieder was dazugelernt. Haben wir schon wieder was dazugelernt. Der ist bestimmt Geschwindigkeitstyp. Ich mach mal hier eine Technikattacke. Und wir haben gar nicht so viel genommen, aber der ist tatsächlich ein Geschwindigkeitstyp. Jetzt kann man einschüchtern. Und ich kann sogar auch nochmal angreifen. Das ist ja cool. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, in jeder Runde einen Monster-Skill zu benutzen. Und dann darf ich mich selber sogar nochmal entscheiden, was ich gerne für Attacken ausführen möchte. Ja, cool. Stachelbombe. Hat was gebracht? Hat was gebracht? Ich meine, da unten steht zwar Einschüchterung, aber hätte das nicht eigentlich bei dem Monster stehen müssen? Beim generischen Monster? Weil so sieht es ja eher so aus, als ob wir eingeschüchtert sind. Die Stachelbombe hat uns zugesetzt, wir sind eingeschüchtert. Hier Objekte. Ich könnte auch Objekte benutzen, mache ich aber nicht. Wir greifen weiter an und zwar mit Technik. Oh, Nakaguga spielt total verrückt. Dein Monster sagt aufsitzen, Kumpelin.
Right on, Kumpelin. Reiten. Wie reiten? Okay, ich kann reiten anscheinend. Ein Ritt kombiniert eure Kräfte. Es gibt drei Angriffsarten, aber Vorsicht, wenn du mehrfach hintereinander eine Konfrontation verlierst, denn dann wirst du von deinem Monsti fallen gelassen. Achso, dann wirst du von deinem Monsti fallen. Na, wir machen eine normale Technikattacke. Müsst ja passen. Bindungsplus, der hat 5 Schaden gemacht. Kraft kommt aus dem Bindungsstein. Konfrontation zu gewinnen zahlt sich aus, denn dann steigt deine Bindungsstufe vorartig. Stufe 2. Also Bindung brauche ich jetzt auch nicht nur, um Monsterattacken ausführen zu können. Durch Bindung steigt auch hier meine Reiterleiste. Ist das so? Machen wir jetzt mehr Schaden? Nee, 33. Aber wir sind Stufe 3. Und der taumelt sogar krass. Weißt du, was Bindungsfähigkeit ist, Kumpelin? Sie ist eine starke Fähigkeit, die wie Ritt des Reitens verfügbar ist. Aber wenn du sie nutzt, endet der Ritt, und zwar sofort. Je höher die Bindungsstufe ist, desto stärker sind deine Bindungsfähigkeiten. Bindungsstufe 3, stärkste Bindungsfähigkeit. Ach, cool. Und wie kann ich die jetzt benutzen? Ich meine, mit Y kann ich wohl was aktivieren. Mach ich mal. Sturztritte. Ich geh mal zurück. Geht nicht, ich kann zurück. Na egal. Boah, fett. Also das sah schon ziemlich nice aus. Die Attacken, die können sich sehen lassen. Also es gibt ja so Spiele, da hast du halt Attacken, an denen hast du dich halt dann auch irgendwann satt gesehen. Das wird hier sicherlich auch irgendwann sein. Aber das ist doch cool. Ich meine, wir haben ja extrem unterschiedliche, ja, Vielfältigkeiten von Angriffsmustern. Dass ich reiten konnte, wusste ich gar nicht. Und dass die auch noch unterschiedliche Attacken haben, wusste ich auch gar nicht. Hätte ich also auch schon vorher irgendeine Attacke nehmen können? Das war bestimmt gerade so eine Einführungsrunde, dass man erstmal überhaupt checkt, okay, es gibt sowas wie ein Reiterskill. Und wir kriegen durchsichtige Träne. Ziemlich viel davon. Und Rang A nur. Anleitungsbonus. Keine Ahnung, was das ist. Aber es gab keinen Rundenbonus. Wir haben so viel Runden gebraucht. Und wieso gab es keinen Bonus auf irgendwelche Bindungen? Das heißt, ich bin nachher Kuka mit eingesammelt Schwanz davon. Los, komm! Komm gleich zurück! Mein inspirierender Rat hat euch zum Sieg geführt! Sind denn eure Schnurrhaare noch? Und ja, ich schätze, du warst auch ziemlich cool. Vielleicht, naja. Wir sollten doch zurückkehren! Njahaha! Right on, Kumpelin! Ja, alles klar. Kann ich teleporten? Speichern! Ja, ich speichere auch. Das war's nämlich für die heutige Folge. Oh, meine Stimme, die ist komplett weg. Ich brauche auf jeden Fall eine Pause. Dann geht's morgen hier direkt weiter. Und ich würde sagen, dann sind wir auf Eiersuche. Wir brauchen neue Monstis. Ich will sehen, wie die anderen Monstis, die spielen, was die für Attacken können. Wie stark die sind. Welche unterschiedlichen Möglichkeiten wir haben, irgendwie unser Team zusammenzustellen. Vor allem, wir können ja dann auch bis zu 5 Mann mitnehmen. Wie geil ist denn das? Vielleicht haben die dann später auch irgendwie so Kombinationsangriffsmöglichkeiten. Weil wenn wir zu zweit schon so einen Doppelangriff ausführen können, wie geil ist es dann, wenn du vielleicht per purem Zufall irgendwie einen 3er, 4er oder 5er Angriff ausüben kannst? Oh, cool. Muss ich wissen. Muss ich alles sofort wissen. Wer das weiß, reinschreiben. Ist ja kein Riesenspoiler, oder? Nee, reinschreiben. Gut, dann vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann morgen wieder und bis dahin alles Gute und tschüss.